Vor genau einem Jahr wurde in der Feindestillerie Hochstraße in Mooskirchen zur Eröffnung der neuen Schaudestillerie geladen. Nun, 12 Monate später, gab es im Familienunternehmen erneut Grund für eine große Präsentation. Denn Firmeninhaber Gerald Hochstrasser stellte gemeinsam mit seiner Familie die neue Vakuumlinie des Unternehmens vor. Die Vakuumdestillation unterscheidet sich insofern von der konventionellen, dass einfach die Maische beim Destillieren eine niedrige Siedetemperatur hat. Das heißt, bei der konventionellen Anlage erhitzen wir auf 100 Grad Celsius und bei der Vakuumdestillation nur auf 50 bis 55 Grad Celsius. Dadurch erreicht man einfach eine schonende Destillation und das Fruchtaroma bleibt einfach wesentlich besser erhalten. 6 verschiedene Sorten sind aus der neuen Linie erhältlich, unter anderem eine rote Williamsbirne. Eine Waldhimbeere, Amarilla Williamsbirne sind sehr gefragte Produkte. Wir haben natürlich auch eine Johannisbeere Vakuum destilliert, teilweise verschnitten dann mit der konventionellen, aber das sind so Nischenprodukte. Damit warten wir noch ein bisschen, dass wir mit diesen auf den Markt kommen. Zahlreiche Ehrengäste wohnten der Präsentation der neuen Vakuumlinie bei. Unter ihnen auch der Bürgermeister der Marktgemeinde Mooskirchen, Engelbert Huber, der Familie seine Anerkennung aussprach. Dass man dem Haus Hochstrasser sehr, sehr dankbar sein muss, dass man diese Funktion als Leitbetrieb wirklich lebt und mit Leben erfüllt, dass man viele Gäste hier begrüßen darf. Und heute ist wieder so ein Punkt in der Kette von vielen Attraktivitäten. Und ich glaube, es ist auch ein besonderes Zeichen, wenn man genau auf den Tag, genau ein Jahr nach der Eröffnung dieses tollen Werkes, einen weiteren Schwerpunkt neu setzen kann. Europaweit gibt es übrigens erst 3 Vakuumdestillerien. Die Familie Hochstrasser hat also einmal mehr die Nase vorn, wenn es darum geht, Innovation und Engagement unter Beweis zu stellen.